Ich liebe Narshada. Hier bekommt man einfach alles, was man eigentlich nie haben wollte. Hier werden Gesetze mit Bestechung und Blastern gemacht. Schön, wieder zu Hause zu sein. Vielleicht könnt ihr mir die Sehenswürdigkeiten zeigen, Süße. Netter Versuch, aber wir sind nicht zum Spaß hier. Es gibt hier einen Hutten namens Droga, der den Prototyp eines Raumschiff-Triebwerks besitzt. Wir brauchen das Triebwerk, um Nocturanes Schätze zu finden. Droga und ich haben eine Abmachung. Er gibt uns das Triebwerk für das Vieh im Käfig. Ihr glaubt doch nicht, dass ich das alles rumschleppe. Das übernehmen Transportdroiden, wenn die Zeit gekommen ist. Droga veranstaltet eine riesige Party auf seinem Vergnügungsschiff. Es hält von Zeit zu Zeit an unterschiedlichen Orten. Im Moment ist es auf der Promenade. Ich habe Droga mehrere Nachrichten geschickt, aber er hat nicht geantwortet. Ihr müsst den Kontakt auf traditionelle Weise aufnehmen. Ich bin gespannt, was diese Hutte für eine Party schmeißt. Groteske Extravaganz trifft es wohl am besten. Stinkreicher Abschaum aus der ganzen Galaxis gibt ein Vermögen dafür aus, bei Drogas Feiern dabei zu sein. Noch eine Sache, bevor ihr geht. Ich weiß, dass Rogun der Schlechter ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt hat. Wegen irgendeiner Sache auf Ort Mantell. Im Holonetz heißt es, dass Roguns eigener Kopfgeldjäger hier auf Narshadar ist. Sein Name ist Sank Helrod. Seht euch vor. Wer hat euch von meinem Kopfgeld erzählt? Ich habe euren Hintergrund überprüft, bevor wir Coruscant verlassen haben. Als Frau sollte man immer vorsichtig sein. Je schneller wir unseren Handel mit Droga beenden, desto schneller sind wir irgendwo, wo Sank Helrod nicht ist. Viel Spaß auf der Party. Das ist ja fast wie durch ein Asteroidenfeld navigieren. Das müsste helfen. Mordender Abschaum! Das Kartell verlangt, dass ihr für eure Verbrechen bezahlt! Hört euch diesen Wookie-Angeber an, wie er mit seinen Morden prahlt! Dieses Monster hat ganze Hutten-Clans abgeschlachtet, aber seine Terrorherrschaft endet jetzt! Bevor er stirbt, wird er wahre Angst kennenlernen! Wir Kalisch-Krieger schwören das bei unserem Blut! Dieser Wookie hat keine Angst vor euch, Kumpel. Bleibt zurück! Die Bestie wird euch den Kopf abreißen, genau wie sie es mit Nordro, dem Furchtlosen, getan hat. Seine Klauen sind mit den Innereien vieler Opfer befleckt. Sein Blutdurst kann nicht gestillt werden. Krieger, tötet diesen Abschaum! Voraus. Wow, Captain, nicht so nah ran. Das Vieh kann euch die Arme abreißen und euch damit zu Tode prügeln. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Sag das den Echsen, die hier den Boden versauen. Alles klar? Kapatunga. Chisa bijawongi chikadoko. Ah!
Iska Kolbalia Bidi Bodenya. Ich glaube nicht an unfaire Kämpfe. Nesu Bulgomba. Pombo Gedusta Barawanga. Tiliska Tenagawa Ninti Kospa Inikudade. Kipuna Maletota Odmishka Kabano Tasema. Warum habt ihr mich nicht aufgehalten? Chiliska Tananga Ime Chai Jo Ronchika. Va Papa G. Wanda Humpa. Murira Bampawula. G. Tokaliska Tanaga. Humpa Kumbagni. Ihr habt einen Handel abgeschlossen, Droga. Kanwachine Oiga. Manulia Opa Kisas Pina Perupa. Kulirado Kanki Konka Skron Chidompa. Domicha Kulka, Domaji, Taus Azalas Uval. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht ins Geschäft kommen sollten. Ikunamo, Ubanjoralipa Istimbopo. Putula Musta, Obradik Nampio, Dupushiwompa. Wir haben euer Gespräch mit dem großen Festmeister gehört. Droga kann sehr launisch sein. Ihr habt unser größtes Mitgefühl. Und können wir da irgendwas machen? Wenn ihr euer Geschäft mit Droga abschließen wollt, solltet ihr seine launenhafte Natur zu euren Zwecken nutzen. Wenn ihr Drogas Bestienweibchen zurückbringt, würde sein Interesse an eurem Männchen wieder erwachen. Ich weiß nicht einmal, was passiert ist. Wie soll ich dieses Vieh finden? Diese Holo-Aufzeichnung wurde von den Dieben hinterlassen, die Drogas weiblichen Shanyaru gestohlen haben. Sie könnte von Interesse sein. Wann werden die Hutten begreifen, dass die Geschöpfe der Natur nicht zu ihrer kranken Unterhaltung da sind? Solange unschuldige Kreaturen von den dekadenten Sklavenmeistern von Narshada zu Opfern gemacht werden, werden wir kämpfen. Freiheit für jedes Leben. Die Frau setzt das noch volle 3 Stunden lang fort. Wir benutzen ihre Aufnahme nachts zum Einschlafen. Nachdem ich die Aufzeichnung gesehen habe, fühle ich mich extrem wütend. Was für eine glückliche Fügung. Ihr müsst sie nämlich vielleicht töten. Die Frau ist die Tochter eines mächtigen republikanischen Senators. Sie kämpft gegen alle, die wilde Kreaturen missbrauchen. Sie gibt den Reichtum ihres Vaters dafür aus, Söldner anzuheuern, die für ihre Sache kämpfen. Sie haben eine Basis in der Nähe. Klingt, als sollte ich diesen Söldnern mal einen Besuch abstatten. Solltet ihr nützliche Spuren finden, lasst es uns wissen. Wir helfen euch gern bei eurer Suche. Wir werden das Vergnügungsschiff an diesen Koordinaten andocken. Dort könnt ihr uns finden. Gute Jagd. Das wird schon wieder. Volle Kraft voraus. Ihr habt diese Leute getötet. Was seid ihr nur für ein Monster? Ihr seid kein Söldner. Was macht ihr hier? Ich bin eine Kriegerin, die Leben rettet. Momi und ich werden zusammen die Galaxis verändern. Der Shanyaru ist weg und ich verrate euch nicht, wohin Momi ihn gebracht hat. Ich bin bereit, für meine Sache zu sterben. Ihr auch. Das ist alles ein großes Missverständnis. Ich versuche, euch zu helfen. Oh nein! Momi hat euch wahrscheinlich angeheuert, um den Shanyaru nach Narshada zu bringen.
Das mit den Söldnern tut mir leid. Ihr seid an den falschen Ort gekommen. Ihr solltet Lazae aufsuchen. Dieses Datenpad erklärt alles. Nehmt auch das. Es ist das Geringste, was ich nach all dem für euch tun kann. Ich kann hier nicht bleiben. Unglaublich. Irgendwann müsst ihr mir mal verraten, wie ihr das macht. Türka, du hast die Verantwortung, bis ich zurückkomme. Lazae sagt, es gibt eine Möglichkeit, den Shan-Yaru von diesem Mond zu schmuggeln. Wir bringen diese arme Kreatur zurück in die Wildnis und zeigen diesem Abschaum, dass sie die Natur nicht einfach für sich ausnutzen können. Ich komme von Lazae zurück, so schnell ich kann. Freiheit für alles Leben! Wenigstens haben wir einen Namen. Vielleicht kennt dieser blauköpfige Kerl bei Droga diesen Lazae. Dieser blauköpfige Kerl hat einen Namen, Corso. Und wenn er nicht nur seltsames Zeug reden würde, wüsste ich auch, wie der ist. Die Leute hier müssen an ihrer Ausdrucksweise arbeiten. Das wird schon wieder. Wir sind so erfreut, euch lebendig zu sehen. Wie läuft die Suche? Die Frau, die Drogas Beste gestohlen hat, hat sie zu jemandem namens Lazae gebracht. Schon mal von ihm gehört? Das nenne ich mal krank. Verzweifelt nicht, o großer Festmeister. Wir finden die passende Unterhaltung für euch. Droga muss vorsichtiger sein. Er vergisst, dass der Wookie ein Pfand ist. Wenn der Spieler seine Schulden zurückzahlt, erwartet er, dass er den Wookie intakt zurückbekommt. Wieso das denn? Der Spieler hat den Wookie beim Sabak gewonnen. Vergesst die Bestie einfach, hm? Eure Neuigkeiten sind viel interessanter. Die Tochter des Senators hat einen entscheidenden Fehler gemacht, indem sie Lazae vertraut hat. Er ist kein Freund von ihr. Bevor das Imperium Lazae in die Schattenstadt verbannte, kauften wir einige seiner Bestienexperimente zu Drogas Unterhaltung. Grässliche Abscheulichkeiten. Ich habe noch nie von einem Gefängnis auf Nar Shaddaa gehört. Das Imperium hat es für die eingerichtet, die zu wertvoll sind, um getötet zu werden, aber zu gefährlich, um frei zu sein. Den Gefangenen werden Sprengsätze in die Schädel implantiert. Wenn Lazae Drogas Bestie hat, könnte es bereits zu spät sein. Die Schattenstadt ist extrem gefährlich, doch ihr müsst euch trotzdem beeilen. Kras Kanuta, Perokas Bulta! Kommt zu diesen Koordinaten, wenn ihr Drogas Shan-Yaru findet. Lebt wohl. Hallo, mein Name ist Sank Helrod, Captain. Ich bin der persönliche Kopfgeldjäger von Rogo und dem Schlechter. Ist das ein Mann oder ein Schwebepanzer? Gefällt euch meine Rüstung? Ich habe sie extra für diese Gelegenheit poliert. Ich will nicht pingelig sein, aber was ist da unter eurem Ellbogen? Ziemlich schäbig.
Mit Worten schießt ihr ja schon mal ganz schön scharf. Rogun sagt, dass ich euch in Stücken zurückbringen kann. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Ich muss noch ein paar Waffen testen. Ja. Ihr habt ja einen halbtoten Wookie als Verbündeten. Tja, Bettler können wohl nicht wählerisch sein. Boda, ich will das hier ohne dich erledigen. Zu schade, dabei brauche ich einen neuen Wookie-Pelz. Meine wunderschönen Kinder, ihr habt sie alle umgebracht. Warum? Ihr habt etwas, das Droga dem Hutten gehört. Bitte, tötet mich! Captain, das ist die Frau aus der Holo, Mumi Andrell. Was hat dieser kranke Dreckskerl mit ihr gemacht? Lazae hat mich für Experimente benutzt. Hat schreckliche Dinge getan. Ich sterbe. Er wird dafür bezahlen, was er euch angetan hat. Rache ist für mich nicht von Bedeutung. Lasst ihm diese wundervolle Kreatur nicht. Er ist wahnsinnig. Ruhe, Testsubjekt. Der Shanyaru ist von unschätzbarem Wert für meine Forschung. Ich brauche ihn. Es gibt Anzeichen, dass die Spezies Verstand entwickelt. Ich muss ihre Geheimnisse entdecken, um die perfekte Lebensform zu entwickeln. Sklaven! Er will Sklaven erschaffen! Intelligente Tiere, die komplexe Befehle verstehen und mehrschrittige Anweisungen ausführen. Was die Käufer dann mit ihnen machen, ist ihre Sache. Warum habt ihr Experimente an dieser armen Frau durchgeführt? Ich wollte nicht meine Kinder dafür hergeben. Ich habe kein Verlangen danach, mich mit Droga oder seinen Leuten zu streiten. Ich habe genetische Proben des Shanyarus entnommen. Das muss reichen. Der Bestienkäfig ist ein programmierbarer Repulsorlift. Ich werde ihn unverzüglich zu Droga schicken. Droga will den Shanyaru doch nur, damit er die letzten Exemplare einer Spezies essen kann. Und der Hutte wird diese Mahlzeit bereits in Kürze einnehmen können. Es gibt keinen Grund für weitere Gewalt. Was ihr mit Mumi gemacht habt, ist Grund genug, Dreckskerl. Wie könnt ihr auf ihrer Seite stehen? Ihresgleichen würde uns alle in Unwissenheit verrotten lassen. Die genetischen Proben des Shanyaru sind die einzige Möglichkeit, die Spezies zu retten. Holt sie euch von Lazae! Moment! Ich zahle jeden Preis, um diese Proben zu behalten. Lasst mich in Frieden, damit ich meine Forschung vollenden kann. Gebt mir die genetischen Proben und lauft um euer Leben. Nehmt sie! Verflucht sollt ihr sein! Ich war so nah am Durchbruch. Danke. Bringt die genetische Probe zum Senatsgebäude auf Coruscant. Ein Forscher namens Daruda kann den Shanyaru klonen und die Spezies so wiederbeleben. Das soll mein Erbe sein. Lazae hat mich mit grauenhaften Krankheiten infiziert. Sie sind unheilbar. Die Schmerzen sind schrecklich. So will ich nicht weiterleben.
Bitte tötet mich! Euer Vater ist doch reich, oder? Er kann sich Behandlungen leisten, um euch zu helfen. Vielleicht habt ihr recht. Ich werde es versuchen. Danke. Das wird schon wieder. Wir sind extrem beeindruckt, dass ihr die Schattenstadt überlebt habt. Glückwunsch! Ist das Shanyaru-Weibchen angekommen? Der Repulsor-Liftkäfig hatte seinen dramatischen Auftritt während des 27. Gangs. Der große Festmeister war immens erfreut über die Rückkehr seines Weibchens. Wir können euch versichern, dass sein Interesse an eurem Shanyaru wieder erwacht ist. Droger hat bereits die Einzelheiten mit eurer Geschäftspartnerin ausgemacht. Unser Shanyaru wird schon bald hier sein, lieber Droger. Ihr könntet die Galaxis erneut mit ihnen bevölkern. Gebt den Kreaturen eine zweite Chance. Ich würde lieben gern, aber ich muss den Triebwerksprototypen einbauen. Vielleicht beim nächsten Mal. Ihr wisst, wie man das Triebwerk eines Frachters einbaut? Habe ich nicht erwähnt, dass ich Raumschiffmechanikerin bin? Eine ziemlich gute noch dazu. Abgemacht, Droger. Kommt zurück, wenn ihr startklar seid, Captain. Der letzte Kampf des Wookies beginnt. Und dann ist der Wookie frei? Wenn er mit frei tot meint, dann ja. Der Spieler weigert sich, seine Schulden bei Droger zu zahlen. Deshalb ist der Wookie jetzt Eigentum des großen Festmeisters. Das ist keine Unterhaltung, das ist eine Hinrichtung. Was würde mich Bodas Freiheit kosten? Steig aus, Boda. Ich nagle den Gundark mit den Ohren am Boden fest. Do
Boda steht unter meinem Schutz. Dodi Buna Buna, Manchika Bog Nonis Nemo. Ich will, dass du dich uns anschließt. Und wo bitte soll er schlafen? Ich wette, er schnarcht wie ein kaputtes Pottrenner-Triebwerk. Wir verstehen nicht, was für einen Wert diese Bestie für euch hat, aber wir sorgen dafür, dass er euer Raumschiff sicher erreicht. Wir sagen euch lebwohl. Es war anregend. Gerade rechtzeitig. Ich habe das neue Triebwerk für euch eingebaut. Wollt ihr es ausprobieren? Wer hat euch beigebracht, Raumschiffe zu reparieren? Mein Vater. Er war einfach der beste Mechaniker. Dieser Prototyp ist wirklich toll. Euer Schiff ist jetzt viel leichter zu manövrieren. Wir haben wohl ein neues Crewmitglied. Wookies sind immer eine gute Verstärkung. Ist dieser hier freundlich? Sein Name ist Boda und er könnte nicht freundlicher sein. Wirklich? Einen zornigen Wookie könnten wir nämlich auch gebrauchen. Es ist lustig, dass uns ein Hutte dabei hilft, Nocturnes Schätze zu finden. Nock hat das Kartell immer in Schrecken versetzt. Ihr wisst viel über diesen seltsamen Gauner. Seltsamer Gauner? Die Leute haben riesige Holochroniken über ihn geschrieben. Ihr wisst ja aber auch gar nichts. Vor 20 Jahren hat Nock alleine in einer Nacht die Hälfte der Kartellmitglieder umgebracht. Niemand hat je herausgefunden, wie er das gemacht hat. Die überlebenden Kartellmitglieder haben Nock als Geste ihrer Unterwerfung die Kontrolle über einen ganzen galaktischen Quadranten übergeben. Die Hutten haben sie nie zurückgefordert. Wem gehört Nocks Quadrant jetzt? Alle Verbrecherbosse, die ihn für sich beanspruchen wollten, sind unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. So nah waren wir noch nie an Nocturnes verlorenem Vermögen, Captain. Bleiben wir also dran. Da meldet sich jemand auf dem Schiffsholo. Sicher ein Fan von mir. Seid doch so nett und sagt, dass ich ausgegangen bin. Hier spricht Captain Phaelaro Raid vom Handelsschiff Celestial Crow. Falls mich jemand hört, ich brauche Hilfe. Ich höre euch, Captain. Wie ist die Lage? Meine Triebwerke sind hinüber. Die Energiezellen sind fast verbraucht und die Lebenserhaltungssysteme fallen aus. Lange halte ich nicht mehr durch. Ich drifte in eine Sonne. Ich brauche Hilfe bei der Reparatur meiner Triebwerke. Ich bezahle euch auch dafür. Ich bin immer zur Stelle, wenn eine Frau in Schwierigkeiten steckt. Danke. Hier draußen gibt es nicht viele nette Typen. Übermittle meine Koordinaten. Bitte beeilt euch. Ich will ja nicht neugierig sein. Aber gibt es einen Grund dafür, dass wir an einem heruntergekommenen Raumschiff im Nirgendwo andocken? Ich muss einer wunderschönen Frau helfen. Ihr lasst euch leicht von schönen Dingen ablenken, was? Ich sage euch nicht, wie ihr euer Schiff zu fliegen habt. Aber was mache ich, wenn ihr nicht zurückkommt? Es ist schwierig, mitten im Raum ein anderes Schiff zu betreten. Es kann so viel schief gehen. Ihr wisst doch, wie vorsichtig ich bin. Wenn man so tief im Raum ist, bringt Vorsicht auch nichts mehr. Ihr nehmt aber wenigstens Verstärkung mit, oder? Ihr habt einen Wookie. Ich wusste ja gar nicht, dass ihr euch solche Sorgen um mich macht. Mir ist nur nicht danach, mitten im Weltraum festzusitzen. Viel Glück da drüben. Ich hoffe, ihr braucht es nicht.
Hallo. Ich dachte schon, ihr würdet gar nicht mehr auftauchen. Ein so hübsches Gesicht würde ich niemals enttäuschen. Ihr seid süß. Nicht mein Typ, aber trotzdem süß. Ach, eine Schande. Es war wirklich lieb von euch, den ganzen Weg herzufliegen, um mich zu retten. Ihr scheint wirklich nett zu sein. Nur damit ihr es wisst, das ist nichts Persönliches. Ich muss euch umbringen, aber es geschieht aus Liebe. Aus Liebe hat mich noch nie einer umbringen wollen. Irgendwie romantisch, nicht wahr? Seht ihr dieses flackernde Licht, das mich umgibt? Das ist ein Strahlenschild. Er lässt keine Blasterschüsse durch. Schick, was? Wenn er keine Blasterschüsse durchlässt, wie wollt ihr mich dann erschießen? Psst, Ruhe. Ich muss jemanden kontaktieren. Skavak? Ich bin's, Feylara. Überraschung. Lang nicht gesehen, Süße. Woher hast du die Holofrequenz? Ist das wichtig? Du hast mir so gefehlt, Schnuffelbär. Bitte sagt mir nicht, dass ihr was mit dieser Irren hattet. Was soll das, Captain? Rekrutiert ihr eine Armee aus meinen Ex-Freundinnen? Ganz und gar nicht. Das ist doch dein Erzfeind, oder nicht? Der auf Coruscant dein Schiff gestohlen und dich lächerlich gemacht hat. Warum besprecht ihr Turteltäubchen das nicht ganz in Ruhe? Ich habe eine bessere Idee. Ich halte mich da raus. Mir wäre keine passendere Bestrafung für euch eingefallen. Jetzt sei nicht so. Du weißt, dass du mich liebst. Du hast nur Bindungsängste. Ich werde dir beweisen, wie sehr ich dich liebe, Schnuffelbär. Ich werde deinen Erzfeind töten. Und wieso muss ich sterben? Schnappt ihn euch, Jungs. Wow, ihr seid verdammt gut. Risha wird mir das noch ewig vorhalten. Der Verkäufer hat mir die Droiden als echte Spitzenmodelle angepriesen. Ich will mein Geld zurück. Einigen wir uns auf Unentschieden. Dank meines Strahlenschildes könnt ihr mir nichts anhaben. Hey Lara, woher kommt die Energie für den Strahlenschild? Tragbare Batterien. Du weißt, dass die nur ein paar Minuten halten, oder? Oh nein. Oh, standen im Handbuch zu viele komplizierte Worte? Schnuffelbär, mein Schild ist unten. Was soll ich tun? Gute Frage. Sterben? Euch töte ich später, Captain. Schnuffelbär, warte. Er hat die Kommunikation abgebrochen. Ich dachte, er würde mich lieben. Ich muss los. Geht nur. Genau wie er. Ich werde euch nicht aufhalten. Die Luken sind entriegelt. Lebt wohl. Lebt wohl. Lasst mich raten. Es war eine Falle? Eine von Skavaks alten Liebschaften hat versucht, mich zu töten. Ich will es gar nicht wissen. Wenn es eine Sache gibt, die ich hasse, dann falsche Notrufe. Sie machen die Raumreisenden so skeptisch, dass niemand mehr auf die Echten eingeht. Wir werden nächstes Mal vorsichtiger sein. Wir? Ich bin immer vorsichtig, Captain. Wisst ihr überhaupt, was Vorsicht bedeutet? Verschwinden wir hier. Der Weltraum macht mir Angst. Ich habe ein paar neue Geschäfte auf Alderaan und Tatooine angebahnt. Bereit, den Rest der Ladung auszuliefern? Ich kann es kaum erwarten, den Käufer des abgetrennten Kopfes zu sehen. Dann schlage ich vor, zuerst Kurs auf Alderaan zu nehmen. Sagt Bescheid, wenn wir dort sind. Ah.
Sag mir, an welcher Ware Wookies Interesse haben könnten. Dann schauen wir vielleicht mal vorbei. Das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Wer meine Cousine Rona kennt? Ein Straßendoktor auf Coruscant. Ein ziemlich zwielichtiger Typ, aber genau das hat Rona ja immer gesucht. Ich glaube, er kann uns tatsächlich zu ihr führen, aber... Ich rieche Lügen 10 Meter gegen den Wind. Rona hat so etwas immer gefallen. Jedes Mal, wenn mein Onkel sie beim Stehlen erwischte, hat sie das Geld irgendeiner Mutter mit 2 Kindern auf der Straße gegeben. Sie ist der Grund dafür, dass ich weiß, dass auch ein guter Mann durchaus das Gesetz brechen kann. Gehen wir einfach nach Coruscant und fragen wie ihren Freund. Meinetwegen verlangt Geld für den Auftrag. Ich will einfach nur Rona finden. Ah, Captain und Corso Rix. Es tut gut, solch freimütige Seelen an einem Ort wie diesem zu sehen. Ich bin Dr. Lichtblick. Ich sehe mich gern als Gnadenboten, der sich um die armen, verlorenen Bürger in den unteren Ebenen kümmert. Spart euch das. Sagt uns einfach, was ihr über Rona wisst. Das würde ich gerne, aber als Arzt muss ich mich erst um meine Patienten kümmern. Ist das euer echter Name? Die Bürger am unteren Coruscant nennen mich so, weil ich einen Hoffnungsstrahl in ihr beengtes und elendes Leben bringe. Da bin ich sicher. Gut. Also ich habe da lebensrettende Medizin, die geliefert werden muss. Leider kümmert sich der Sicherheitsdienst von Coruscant nur um die Reichen. Er lässt es nicht zu, dass Medikamente in die unteren Ebenen gebracht werden. Ihr wollt ja wohl nicht, dass wir gegen den Sicherheitsdienst von Coruscant vorgehen. Ich will nicht, dass ihr Ärger mit dem Gesetz bekommt. Oder ich. Die einzige Möglichkeit, Medikamente nach unten zu bringen, ohne aufgehalten zu werden, ist innerhalb eines lebenden Körpers. Was? Sie werden sicher in chirurgischem Plastik gelagert und unter die Haut implantiert. Meine Krankenschwester kann das dann auf der anderen Seite wieder entfernen. Ich lasse mir auf keinen Fall etwas von euch implantieren. Ich tue es. Kommt ihr einfach mit. Was für ein toller junger Mann. Seht mich nicht so an. So war Rona schon immer. Das Gesetz brechen und korrupte Behörden austricksen, um was Gutes zu tun. Es ist die Sache wert, wenn ich sie nur zu sehen bekomme. Ihr müsst nur einen Moment mit mir kommen, Rix. Perfekt. Diese Ampullen müssten problemlos mindestens 12 Stunden dicht halten. Ich werde meinem Kontakt, der Schwester, sagen, dass er kommt. Wenn wir wieder da sind, sollte Rona besser auf uns warten. Wir bringen Ware? Doktor sagen, Augen auf, 2 Leute. Jetzt Zeit für Spice holen. Hat sie Spice gesagt? Dachtest du, wir schmuggeln Hustensaft? Ich hatte nur gehofft, dass ein Körnchen Wahrheit daran sei. Dass er den Leuten hier wirklich hilft. Ihr habt uns benutzt. Wenn ihr eine Dame wärt, würdet ihr... Ich muss mit eurem Boss reden. Ich nicht sprechen, Basic. Ihr sagen, nimm Spice weg? Gutes Spice. Ich gebe ein gutes Geld. Großer, wie sagen, Anteil? Wir wollen keinen größeren Anteil, dämliche Kuh. Das kriegt niemand in die Finger. Nein, sein gutes Geld. Gutes Geld. Doktor, seien wütend! Gut, wir sind auch wütend auf ihn. Na los, Captain. Ah.
ist die Lieferung gut gelaufen? Ja, wir haben eure Drecksarbeit erledigt, ihr Betrüger. Wo ist meine Cousine? Ich wäre schockiert, wenn dieses Stück Dreck eine Antwort darauf wüsste. Ihr sucht nach Rona Rix, richtig? Sie ist diejenige, die dachte, ihr beide wärt die Richtigen für den Job. Ich bin nur der Übermittler. Ganz wie in alten Tagen, was, Cousin? Nur, dass ich jetzt eine größere Nummer bin, als Ma und Pa jemals erlaubt hätten. Was habt ihr euch dabei gedacht, uns zum Spice-Schmuggeln zu schicken? Ich konnte gar nicht anders. Ich weiß doch noch genau, wie sehr mein kleiner Cousin unsere Streiche geliebt hat. Rona, was ist mit dir geschehen? Was machst du hier? Ich bin der Unterboss der Schwarzen Sonne in diesem Teil von Coruscant. Nicht übel, wenn man bedenkt, dass ich vor 5 Jahren noch Rontodon geschippt habe. Die Schwarze Sonne? Du bist ein Bandenmitglied? Bandenführerin. Glaubst du, ich soll mal nach Hause schreiben? Ma und Pa wären sicher stolz auf mich. Es tut mir leid, euch das mitteilen zu müssen, aber Corso ist der Letzte aus eurer Familie, der euch noch bleibt. Sie sind alle tot, Rona. Die Separatisten haben sie erwischt. Nach all dem Gemeckere über die große, gefährliche Galaxis. Schätze, das haben sie jetzt davon. Wie kannst du sowas nur sagen? Ist dir das egal? Offensichtlich sind wir gerade rechtzeitig gekommen. Komm schon, Rona. Wir bringen dich hier weg. Armer, ritterlicher, kleiner Corso. Kapierst du's nicht? Ich muss nicht gerettet werden. Ich habe dieses Leben gewählt. Es gibt nur 2 Wege aus diesem Leben, Süße. Mit uns oder in einem Leichensack. Das hast du doch so nicht gewollt, Rona. Wir haben von wilden Abenteuern geredet, nicht vom Spice-Schmuggeln. Du wolltest wieder Captain sein, weißt du nicht mehr? Auf die Gesellschaft pfeifen und deine Freiheit nutzen, um etwas zu bewegen. Das kannst du immer noch. Es war ein schöner Traum. Aber hier bin ich aufgewacht. Tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Geh mit deinem Captain. Vielleicht könnt ihr beide mir ja zeigen, wie man ein besseres Leben führt. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Mumie Andrell schickt mich. Sie sagte, ihr könntet diese genetischen Proben brauchen, um die Shanyarus wieder anzusiedeln. Was? Lass mal sehen. Die Details dieser Proben sind erstaunlich. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr habt eine ganze Art vor dem Aussterben bewahrt. Es schien mir das Richtige zu sein. Ihr habt eine wunderschöne Kreatur davor bewahrt, für immer zu verschwinden. Ich werde sofort mit der Arbeit an diesen Proben beginnen. Danke, dass ihr sie hergebracht habt.